Und damit willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Wir haben ein Solarkraftwerk freigeschaltet. Wundervoll, würde ich sagen. Den hier hinten fehlt es an Wasser aktuell. Und an der Mülldeponie fehlt es denen auch aktuell. Ja, die eine kommt dann nicht so ganz hinterher. Dann bauen wir mal noch ein paar nach hier. Na, vielleicht sollten wir da unten auch noch eine hinstellen. Ja, machen wir da auch noch mal eine hin. Und die haben aktuell auch noch keinen Strom zusätzlich. Oh ja. Strom müssen wir auf jeden Fall das Budget hochstellen. Okay. Dann müssen wir hier auf jeden Fall mit der Autobahn weitermachen. In Straßenrunde Form natürlich. Das muss ja nicht unbedingt komplett parallel sein. Ah, das geht natürlich wieder nicht. Das geht natürlich wieder nicht. Hä? Das ist doch voll unlogisch irgendwie. Aber, naja. Wenn ich zum Beispiel einfach so baue... Wie würde das dann? Ich mache mal eine gerade Straße jetzt. Das würde auch nicht gehen, aber wieso? Wenn wir stattdessen zum Beispiel einfach eine vierspurige Straße nehmen würden, würde das zum Beispiel gehen. Dann machen wir das einfach. Dann machen wir das halt einfach. Ob man das jetzt darf oder nicht, ich habe keine Ahnung. Was heißt, ob man es darf? Letztendlich kann es mir keiner vorschreiben, was für eine Straße ich baue, ne? Hier, ich brauche mal kurz eine gerade Straßenform. So. Was haben die hier für ein Problem? Müll. Müll ist aktuell auch ein ziemlich großes Problem hier. Wobei ich nicht ganz verstehe, wieso. Wir bauen einfach mal nach hier eins. Dadurch haben wir jetzt die Stromleitung ungewollterweise abgerissen, aber das macht aktuell kein Problem irgendwie. Gut, dann ist ja alles okay. So, was gibt's hier hinten wieder? Hier beruhigt sich die Müll... das Müllproblem langsam. Aber hier brauchen wir ein, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Friedhof. Den bauen wir einfach mal nach hier. So. Damit die Verstorbenen auch transportiert werden können, nicht produziert. Okay. Jetzt werden wir einfach mal... Jetzt ist das ja hier so theoretisch persönlich. Was laber ich hier für eine Scheiße? Jetzt ist es hier theoretisch schon mal angeschlossen. Das heißt, wir bauen jetzt einfach von hier aus so weiter. Was nicht geht. Weil das Gefälle zu steil ist. So, das ist ja jetzt so eine Art Verkehrsberuhigung. Ach komm.
Irgendwie geht das. Ich habe es vorhin mal kurz blau aufblitzen sehen hier. Oder wir machen einfach so. Das geht auch. Ja, okay. Jetzt ist das theoretisch hier dran schon mal angeschlossen. Das trägt jetzt allerdings eigentlich nur zur Verkehrsberuhigung hier bei. Wenn wir jetzt sagen, die dürfen hier nicht mehr langfahren. Boah, Müll ist echt ein ziemliches Problem gerade. Dann bauen wir noch eine. Mal öffnen wir eine nach hier. So. So, wir müssen ihnen jetzt irgendwie sagen, die dürfen hier nicht mehr langfahren. Obwohl, der Verkehr ist hier schon beruhigt halbwegs. Fahren hier schon welche lang? Aktuell noch nicht. Aktuell wird das hier noch nicht benutzt. Dann müssen wir das hier einfach in der Einbahnstraße machen. Wir sagen, die dürfen hier durch reinfahren. Die dürfen hier durch rausfahren, aber nicht mehr rein. Das müsste eigentlich die Hälfte, genau genommen, von dem Verkehr beruhigen. Machen wir das einfach mal. So, wir machen einfach hier raus eine Einbahnstraße. In zwar eine sechsspurige. In diese Richtung. Das müsste jetzt meinen Berechnungen zufolge dazu führen, dass erstmal der Verkehr hier beruhigt wird. Was aber irgendwie nicht so ganz funktioniert. Weil hier fährt immer noch keiner lang. Doch. Einer. Supi. Toll. Dann müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie sich das entwickelt mit der Zeit. Ob die Leute dann anfangen, diese Straße zu nehmen oder nicht. Ja, tun sie. Das ist doch schön. Dann hat ja die Verkehrsberuhigung schon mal rein theoretisch geknappt. Aber halt auch nur rein theoretisch. Ob jetzt wirklich weniger Verkehr dadurch ist, ich habe keine Ahnung. Und hier liegen immer noch überall Tote rum. Das ist echt nicht schön. Das heißt, wir werden mal eben kurz hier noch einen Friedhof bauen. Setzen ihn mal nach hier und noch einen nach hier auch. Ja. So, jetzt fahren auch hier brav alle da lang. Ich glaube, dadurch ist schon mal ein bisschen weniger Verkehr hier, oder? Ich glaube ja. Ein bisschen haben wir den Verkehr dadurch jetzt beruhigt. Aber die hier haben kein Wasser. Ja, dann müssen wir mal eben kurz hier Budget hochstellen. So. Hier ist mal wieder zu viel Müll und da brennt's. Hier ist immer noch dieser Hauptverkehrsknotenpunkt. Das ist immer noch so. Eigentlich müssten wir ganz eiskalt die Straße hier abreißen. Wobei ich halt einfach nicht glaube, dass das das Hauptproblem ist. Ich werde mal kurz was ausprobieren. Da ist immer noch zu viel Müll. Wo ist denn noch zu viel Müll? Hier hinten auch.
Machen wir da auch nochmal Müll hin. Also eine Deponie meine ich. Ja, der Verkehr ist schon mal ein bisschen besser jetzt. Naja. Ist er so wirklich besser? Staut sich schon immer noch einiges hier. Ja, und damit willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Ich habe es mir erlaubt, ein paar Parks über hier hinzusetzen, weil die Zufriedenheit dann doch recht gering war. Und die Stadt braucht mehr Wasser. Ja, aber wir haben ja schon alles. Ja, dann müssen wir jetzt noch eine Wasserpumpe bauen. Dann werden wir diese hier aber an diesen Fluss... Obwohl, nee, ich glaube, eine können wir hier noch hinsetzen, oder? Ja, ich denke mal, ja. Dann bauen wir jetzt einfach noch eine Wasserpumpe nach hier. So. So. Jetzt müssen wir ja mehr als genug Wasser haben. Haben wir. Das heißt, wir können jetzt mal wieder ein bisschen das Wasserbudget hier runterstellen. So vielleicht. Aber Abwasser haben wir immer noch zu viel. Wir sollten jetzt einfach mal noch eine Abwasserpumpe bauen, denke ich mal. Machen wir einfach mal noch eine nach hier. Und verbinden die wieder mit einem Rohr. Ja, davon haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Hier ist alles okay eigentlich aktuell. Was ist das hier für ein Symbol? Da gibt es wieder mal zu viele Tote. Da müssen wir jetzt eigentlich noch mal ein paar... Dann werden wir mal noch hier ein, zwei Krematorien hinsetzen. Mal nach hier auch noch eins. Okay. So, wie sieht es hier mit der Verkehrssituation aus? Ich bin ja dafür, dass wir die Anbindung davon hier dran komplett kappen. Ich will mal gucken, was dann passiert, wenn wir einfach mal das Stückchen Straße hier nehmen. Klauen halt. Dann fahren die Leute alle ins Nix, oder wie? Erstmal zumindest. Oder es werden halt einfach mehr diese Straßen hier benutzt. Ja, jetzt fangen nämlich auch schon welche an, hier rüber zurückzufahren. Das ist doch eigentlich ganz nett. Und wir haben wieder mal eine sehr hohe Nachfrage nach Industrie. Und wir haben immer noch zu wenige Friedhöfe. Das kann doch nicht wahr sein. Bauen wir hier jetzt auch nochmal einen hin. So. Und hier sind auch schon verlassene Gebäude. Weil... Ah! Wie viele Tote es doch eigentlich gibt, ey. Das ist doch nicht normal. Gefälle zu steil, oh mein Gott. Das Gefälle wird uns alle umbringen. So. Haben wir erstmal das Problem mit den ganzen Toten geregelt? Haben wir ja auch so viele Tote? Nö, eigentlich nicht. Hier steht aber aktuell ein Gebäude in Flammen. Boah, das ist ja echt heftig, dieses Wohngebiet, ne? Da muss man echt ganz schön... Da kam, glaube ich, gerade die Feuerwehr. Von hier aus kann man dann irgendwie so hier herüberfahren. Boah, auf der Autobahn geht es gerade ganz schön ab, glaube ich.
Auf der Autobahn geht es gerade ziemlich ab. Aber immerhin haben wir hinten keine Toten mehr überall. Hier sind eigentlich gerade auch gar keine Probleme vorhanden. Und hier ist auch alles okay. Das heißt, ich würde sagen, wir haben jetzt gerade so eine... Ja, hier ist noch ein bisschen viel Müll. Aber ansonsten ist hier eigentlich aktuell alles völlig okay. Der Fluss ist auch noch nicht leer gepumpt. Das Wasserkraftwerk funktioniert. Die Straßen hier werden genutzt. Die Straße hier wird nicht mehr genutzt. Die können wir eigentlich auch einfach wegnehmen, ne? Die Brücke zumindest können wir ja eigentlich wegnehmen. Das hat den Verkehr hier auch um einiges beruhigt. Dass jetzt alle hier rüberfahren müssen, das dürfte den Verkehr auf der Autobahn natürlich erhöht haben. Aber dann kann man ja zur Not einfach eine zweite Autobahn bauen. Das ist ja jetzt echt nicht das Problem. Wir haben gerade eine verdammte hohe Nachfrage nach Industriegebieten. Da können wir doch eigentlich dieses neu erstandene Territorium hier doch einfach benutzen. Dass wir hier einfach... Obwohl... Hier haben wir auch noch einiges an Platz. Das heißt, wir werden einfach mal... Von hier aus noch eine Straße. Durchbauen, so. So. Und dann so eine Straße. Nach hier. Nach hier. Nach hier. Nach hier. Nach hier. Nach hier und nach hier bauen. Und das dann einfach mal als... Was haben wir hier? Bürogebiet. Ja, machen wir mal nach hier das Bürogebiet. Ja, so nach hier das Bürogebiet, wie gesagt. Und dann, Gewerbegebiet, nein, Industriegebiet machen wir dann mal nach hier. Also normales Industriegebiet halt. Ohne Büros, sondern halt, Fabriken und so. Ja, die haben jetzt natürlich wieder kein Wasser. Das ist natürlich immer ein Problem. Wenn man was Neues baut. Dass halt erstmal immer kein Wasser da ist. Strom ist aber offensichtlich da aktuell. Strom ist gerade aktuell vorhanden. Boah. Unser Abwasser breitet sich hier ziemlich aus. Kann man hier drauf bauen, das ist voll geil. Das würde ich gerne mal machen. Und ich glaube, hier kann man eigentlich auch, irgendwo ist hier auch eine Möglichkeit, einen Hafen zu bauen, ne? Naja. Können wir es ja auch mal irgendwann angehen. Ja, das können wir auf jeden Fall irgendwann mal machen. Und... Ja. Perfekt. Die Nachfrage nach Industriegebieten ist wieder abgesunken hier. So, jetzt haben wir eigentlich die Möglichkeit, einfach mal einen Bahnhof zu bauen, oder? Wieso sollten wir das nicht mal ausprobieren? Zug. Ein Bahnhof ermöglicht Touristen, die Stadt zu besuchen und zu verlassen. Platzieren den Bahnhof und verbinden sie ihn dann mit ausgehenden Gleisen, um Zügen die automatische An- und Abfahrt zu ermöglichen. Das mache ich doch gerne. Das muss aber an der Straße platziert werden. Ja, okay. Dann werden wir jetzt mal eine Straße. Was ist das hier? Monumente brauchen wir gerade nicht. Dann nehmen wir jetzt einfach mal eine von diesen Straßen hier. So hier nach hier durchziehen.
So irgendwie. Dann einfach einen Bahnhof hier hinbauen. Okay. Den verbinden wir so. Und verbinden ihn dann natürlich, müssen wir den eigentlich auch so verbinden, ne? Kann man das als Brücke bauen? Das war eine ziemlich dumme Platzierung, fällt mir gerade so auf. Das war ziemlich dumm. Das kann man auf jeden Fall intelligenter platzieren. Machen wir jetzt mal da irgendwo hin. Ja, so irgendwie nach hier. Einfach mal und dann bauen wir eine Schiene nach hier. Bauen halt eine andere Schiene nach hier. So irgendwie. Der hat natürlich immer noch kein Wasser. Warum ein Bahnhof Wasser? Na doch, ein Bahnhof braucht schon Wasser. Klingt schon recht logisch. Aber da bräuchten wir jetzt wieder... Wir brauchen erstmal vor allem mehr Strom. Haben wir aber nicht. Das heißt, wir brauchen mal wieder ein neues Kraftwerk. Wir könnten einfach noch ein zweites Wasserkraftwerk bauen, aber ich halte das für keine so intelligente Idee. Was können wir denn so alles für Kraftwerke bauen? Solarkraftwerk? Ist nicht gerade billig. Aber ist eine schöne Möglichkeit, finde ich. Das stellen wir einfach mal nach hier. So, jetzt müsste der Strom, die Stromerzeugung ja deutlich höher geworden sein dadurch. Ja, ist sie. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, das Budget mal hier ganz krass runterzustellen. Machen wir mal so. Das ist eigentlich auch noch viel zu viel, ne? Was geht hier ab? Hier staut es sich aktuell ein wenig. Weil alle auf die Autobahn wollen. Aber es hält sich noch an Grenzen. Ja, der will Strom haben, ist ja gut. Müssen wir jetzt echt eine Stromleitung eigentlich bauen, ne? Boah, krass, jetzt klingelt hier das Telefon. Oh, ich hasse es. Ja, dann werde ich mal kurz auf Pause drücken und auflegen. Bis gleich. Oh Gott, ey. Ich bin in der Aufnahme, ich kann nicht. Nein. Freundlich wie immer bin ich gewesen und bis zum nächsten Mal.